Ist der Wärmepumpen-Hype eigentlich schon vorbei? Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf meinem Dieser-Date-Kanal. Ja, in letzter Zeit haben viele empfunden, dass die Wärmepumpen-Regelungen der Ampelregierung in Deutschland ja nicht so ganz nur positive Auswirkungen hatten. Und in meinen Kommentaren lese ich häufiger mal, dass Vorbehalte gegenüber dieser Technik sind und dass es doch nicht die Wunderwaffe ist, mit der wir alle Probleme lösen. Das ist ein polarisierendes Thema und deswegen habe ich gedacht, ich spreche über dieses Thema heute mal mit einem, der sich damit auskennt. Das ist der Florian Entleitner. Hallo. Hallo. Danke, dass ich hier bei euch bei Lambda Wärmepumpen in Kirchbichl mal zu Besuch sein darf, nachdem so einer bei mir im Garten steht. Ne? Es soll aber heute nicht um die spezielle Marke gehen, sondern allgemein um die Frage, welche Bedeutung diese Technik in Zukunft für uns haben kann und welche nicht. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wie kommst du zu dieser Thematik mit der Wärmepumpe? Ich bin immer schon technisch interessiert gewesen und habe dann auch eine technische Ausbildung gemacht. Bei uns in Österreich gibt es die HTL, die Höhere Technische Lehranstalt. Das schließt dann mit Matura oder in Deutschland Abitur ab und dann hat man eine technische Ausbildung. Da habe ich mich spezialisiert auf den Teil Gebäudetechnik und habe dann bei einem Wärmepumpenhersteller angefangen zu arbeiten im technischen Support. Habe da sehr viele Probleme auch mitbekommen, habe da viele Serviceeinsätze auch gehabt. Und habe dann auch parallel dazu angefangen zu studieren, Umweltverfahrens- und Energietechnik. Da habe ich dann so ein bisschen den akademischen Hintergrund dann auch mitbekommen oder das ganze Technische. Und habe dann irgendwann dann bei dem Wärmepumpenhersteller dann aufgehört und wollte mich eigentlich nur aufs Studium konzentrieren für die Masterarbeit. Und ja, habe ich dann die Masterarbeit abgeschlossen und dann eigentlich beschlossen, mit meinem Partner das eigene Unternehmen zu gründen. Seit wann gibt es das jetzt? Seit 5,5 Jahren, also 2019, Anfang 2019 haben wir die Firma gegründet. Das erste 1,5 Jahr war rein Entwicklungszeit. Das konnten wir eben finanzieren durch eine Forschungsförderung vom österreichischen Staat. Und dann Mitte 2020 haben wir dann die ersten Wärmepumpen auch verkauft. Also 2020 waren es circa 30, 40 Wärmepumpen, was wir verbaut haben oder verkauft haben. Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, genau. 2021 waren es dann so 300, 350, glaube ich. Und dann 1000, letztes Jahr 3000. Und dieses Jahr werden wir circa 6.000 bis 7.000 Wärmepumpen produzieren und ausliefern. Okay, ihr habt 70 Mitarbeiter. Ich habe kurz vorhin drüben gesehen, wie die Fertigung und der Versand vorbereitet wird. Vielleicht noch, bevor wir ein bisschen ins technische Thema tiefer einsteigen, wie nimmst du selbst als Privatperson an der Energiewende teil? Ja, natürlich, das eigene Gebäude ist ausgerüstet mit PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe natürlich. Vermute einer von Lambda? Ja, ja. Richtige Vermutung. Kommt da immer die neueste rein, um zu testen, wie sie funktioniert, oder? Also meistens werden die Tests dann direkt an der Maschine durchgeführt. Genau, also du optimierst also deine eigene auch. Sozusagen, ja. Du hast jetzt gerade erzählt, dass ihr dieses große Wachstum gehabt habt von 30 auf 6.000. Ja. Jetzt ist es so, dass ich gerade gestern gelesen habe, dass zumindest in Deutschland wir einen Einbruch in der Nachfrage nach Wärmepumpen von über 50% gegenüber dem Vorjahr haben. Also da scheint es gerade zu stocken. Merkst du das? Also man merkt es natürlich. Also 70% unserer Wärmepumpen gehen nach Deutschland. Und da hat man dann schon gemerkt, dass der Absatz, aber auch in Österreich zum Beispiel, dass da die Anfragen zurückgegangen sind Ende letzten Jahres und jetzt das erste Halbjahr. Wir haben das nicht ganz so extrem gespürt oder eben wie ich schon gesagt habe, wir haben dieses Jahr wieder eine Verdoppelung circa. Bei uns hat sich das so bemerkbar gemacht, dass sich einfach die Lieferzeit extrem verkürzt hat von zuvor fast einem Jahr. Lieferzeit. Ich erinnere mich, ja. Genau, ja. Und ja, die ist jetzt schon massiv zurückgegangen. Wir sind jetzt da bei wenigen Wochen Lieferzeit bei den Wärmepumpen. Man muss jetzt auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht direkt austauschbar mit anderen Produkten. Also wir haben da ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen glaube ich auch, dass uns jetzt dieser Markteinbruch jetzt weniger getroffen hat, wie jetzt andere Unternehmen, wo es eben eine stärkere Konkurrenz gibt, weil sich die eben vielleicht nicht technisch ganz so in den Bereichen abheben. Ihr habt euch ja spezialisiert auf Luft-Wasser-Wärmepumpen, das ist die ihr macht. Es gibt ja viele andere auch und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du
weil wir ja nicht über eure Wärmepumpen reden wollen, sondern über den Markt im Allgemeinen, dass du erstens natürlich auch die technische Seite von den anderen kennst und auch mit vielen anderen im Kontakt bist und auch ein bisschen mitbekommst, wie es so insgesamt im Markt aussieht, oder? Es ist natürlich schon extrem. Man muss jetzt auch dazu sagen, also wir produzieren ja Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise mit Kältemittel Propan, also R290. Und da ist der Markteinbruch nur leicht. Das läuft noch am besten. Aber natürlich andere Wärmepumpenhersteller, die noch sehr stark auf synthetische Kältemittel setzen, zum Beispiel R410A oder andere Kältemittel, da wird schon recht schwierig, weil die haben einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck und mittlerweile sind ja auch die Förderungen so gestaltet, man bekommt eine zusätzliche Förderung, wenn man eben ein natürliches Kältemittel wie R290 Propan einsetzt. Mhm. Das lässt sich aber auch in anderen Wärmepumpen einsetzen. Genau, ja. Es ist natürlich, man braucht eigene Produktserien, eigene Wärmepumpen, die für dieses Kältemittel funktionieren. Und man muss jetzt auch sagen, bei Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise ist es recht einfach umzusetzen. Zum Beispiel eine Sole-Wasser-Wärmepumpe oder eine Grundwasser-Wärmepumpe ist da schon deutlich schwieriger, weil Propan ist ja brennbar, ist ein brennbares Kältemittel. Und wenn das außen platziert wird, wie bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise, da gibt es weniger Sicherheitsauflagen. Und wenn das jetzt im Gebäude steht, wie bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, dann bräuchte man dann eben verschiedene Maßnahmen, um zu verhindern, dass sich eben dieses schwere Kältemittel Propan irgendwo im Heizraum ansammelt, wenn es eine Leckage geben würde. Okay. Du hast bestimmt auch beobachtet, dass es eine gewisse Skepsis gibt gegenüber diesen Wärmepumpen. Das hat sicherlich was damit zu tun, zumindest bei uns in Deutschland, dass die Politik diese Lösung so gehypt hat, also was immer Widerspruch erzeugt. Wie siehst du die Skepsis von Menschen, was die Wärmepumpe betrifft? Ist es ein Wundermittel oder? Es kommt natürlich immer auch aufs Gebäude drauf an, das muss man immer dazu sagen, aber in den überwiegend, also wahrscheinlich 95% der Fälle, ist die Wärmepumpe schon das Mittel der Wahl und kann man auch die besten Betriebskosten damit erreichen. Aber wie gesagt, man muss sich das Gebäude auch anschauen. Es gibt auch Gebäude, wo das nicht so gut funktioniert. Es kommt ganz stark auch auf die Auslegung darauf an. Eine Wärmepumpe, die legt man perfekt aus. Man hat die richtige Größe, man hat ein effizientes Produkt. Dann kann man bei Heizkörperanlagen jetzt irgendwo einen SCO, also eine Jahresarbeitszahl von vielleicht 4 erreichen. Dann ist man da auf jeden Fall mit den Betriebskosten günstiger wie jede andere Energieform oder Heizform. Aber natürlich, wenn man jetzt eine viel zu kleine Wärmepumpe einbaut oder ein falsches Fabrikat und da läuft dann der Heizstab immer, wenn es unter 0 Grad geht, dann können eben aus dieser Jahresarbeitszahl von 4 ganz schnell irgendwo 2 oder sogar weniger werden. Und dann hat man auf einmal mehr als die doppelten Stromkosten. Und das hat man jetzt zum Beispiel bei anderen Energieträgern nicht, wie zum Beispiel Gas, weil wenn eine Gasheizung schlecht funktioniert, dann braucht die vielleicht 20% mehr. Und eine Wärmepumpe, wenn die schlecht läuft und der Heizstab dauernd angeht, dann hat man gleich mal die doppelten Stromkosten. Würdest du sagen, dass es zu viele schlechte Erlebnisse gibt für die Anwender, also dass in den letzten Jahren zu viele eingebaut worden sind, die eben diese hohen Stromkosten erzeugt haben? Nein, das glaube ich gar nicht. Es gibt natürlich diese Fälle und diese Fälle sind dann auch recht prominent dann gleich. Ja, weil es ist ja so wie der brennende Akku vom Elektroauto, der muss ja nicht häufig sein, aber solange auch in den Medien und in den Erzählungen immer gespielt wird. Wobei auf der anderen Seite, mir fällt jetzt gerade der Fall von einer Bekannten ein, die mich eben auch anrief und sagte, oh, ich habe so eine hohe Stromrechnung und so. Ja. Dann bin ich halt mal hin und habe mal, weil ich ja mich inzwischen auch ein bisschen mit dem Rechenschieber auskenne, habe ich das mal durchgerechnet. Das hat schon alles gestimmt. Also die hatte eine Hybridlösung und ich kam dann auch zusammen mit der neuen Gastherme und der Wärmepumpe Heizung, dann letztendlich ist sie wieder in den Bereich gelandet, wo sie früher war, mit ihrer reinen Gasheizung, der alten. Nur ist es halt so gewesen, ich hätte an ihrer Stelle oder anstelle des Installateurs gesagt, machen Sie vielleicht erstmal neue Fenster ins Haus und erstmal das Dach,
bevor sie da eine große Wärmepumpe teuer einbauen, weil wahrscheinlich hätte sie damit ungefähr genauso viel Energie und CO2 eingespart, wenn sie einfach nur eine Gastherme gebaut hatte. Das sind, glaube ich, so Sachen, die immer mal wieder passieren und die vielleicht auch den Ruf dann von der Wärmepumpe zu Unrecht, aber einfach dann vielleicht sogar nachhaltig gefährden, oder? Ja, genau. Und es ist, also die Wärmepumpe ist jetzt auch oder war bis vor kurzem noch ein rechter Nischenprodukt, muss man sagen, bei den Heizungen. Und natürlich alles, was neu ist, wird natürlich ganz genau begutachtet und da tun jetzt Zufälle dann nochmal doppelt weh. Und man muss auch sagen, die Wärmepumpe ist auch keine einfache Technologie. Also bei einer Gasheizung ist es recht klar, oder da verbrennt man das Gas und deswegen wird es warm. Eine Wärmepumpe, wie man jetzt da aus minus 15 Grad Außenlufttemperatur da irgendwie 50 Grad Heizwassertemperatur erzeugen kann, ohne dass das eine komplette Stromheizung ist, das ist für viele sehr schwer zu erklären. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das mir schon 15 Mal erklären lassen von Physikern, von Installateuren, von Ingenieuren und so weiter. Ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht und ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich komme am Schluss immer noch auf den Punkt, ja, es ist halt ein umgekehrter Kühlschrank. Ja, schön. Aber das ist tatsächlich so ein Punkt. Ne? Also wir haben halt letztendlich Abwandlungen vom Lagerfeuer in den letzten Jahrhunderten. Ja, mehr oder weniger. Das ist doch klar. Wenn ich das ist eine Erfahrung, die habe ich. Ich mache ein Feuer, ich zünde was an, dann wird es warm. Das ist eine ganz archaische Erfahrung. Die versteht jeder. Und jetzt haben wir da irgendwas, was hebelt. Ja, also das ist klar. Ich glaube, dass es psychologisch einen Nachteil gibt. Und dann haben wir in der Psychologie ja immer, wenn was neu ist, wir warnen erstmal. Wir sehen ja erstmal die Gefahren. Das ist ja auch gut so. Ja, wir gucken erstmal, was sind die Gefahren. Und deswegen sind natürlich alle Geschichten, wo es nicht gut läuft, werden besonders aufmerksam verfolgt. Jetzt hattest du vorhin gesagt, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, für 95% sei das die Lösung der Gebäude. Ich denke da vielleicht an Einfamilienhäuser, an Doppelhaushälften, ja, sowas. Aber bei Mehrfamilienhäusern ist da die Wärmepumpe in 95% der Fälle die Lösung? Ja, vielleicht 95% waren ein bisschen übertrieben. Ich wollte eigentlich nur darstellen, dass es für einen überwiegenden Teil die Lösung ist. Natürlich gibt es dann, also speziell Einfamilien und kleine Mehrfamilienhäuser kann man jetzt schon sehr gut mit Wärmepumpen ausrüsten. Aber bei größeren Gebäuden, da geht die Entwicklung dahin. Also da versucht jetzt auch gerade jeder Hersteller hier ja, gute Produkte auf den Markt zu bringen, auch wir zum Beispiel. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, weil also jetzt mal rein als Ingenieur, als Techniker, ich sehe da den großen Nachteil ja drin, wenn wir haben, also ich habe gerade von meinem verstorbenen Vater die zwei Wohnungen verkauft und in dem Haus mit 8 Parteien ging es gerade darum, dass die Ölheizung 30 Jahre alt ist und was dann neu reinkommen soll. Und dann habe ich mir überlegt, nachdem ich jetzt so meine Erfahrung mit der Wärmepumpe hatte, wenn da jetzt 8 Parteien sind und da ist die ältere Frau, die hat gerne 34 Grad im Wohnzimmer und dann ist der, der es ganz kalt hat, wie soll denn das funktionieren? Weil ich muss mich ja mit der Vorlauftemperatur unten an dem orientieren, der es am wärmsten haben will. Gibt es denn da inzwischen eine technische Lösung? Ja, das ist leider nicht so einfach. Also man muss sich immer nach der höchsten Temperatur orientieren. Mhm. Es gibt da gute Beispiele, dass das auch funktioniert. Eventuell muss man dann auch vielleicht den ein oder anderen Heizkörper dann austauschen. Und man muss natürlich auch die Nutzer irgendwo sensibilisieren, dass speziell in einer Wohnung, dass man eher dann durchgängig heizt und nicht irgendwie, wenn man, wenn es zu kalt wird, irgendwie den Heizkörper aufdreht und dann 2 Stunden wartet und dann ist die Wohnung warm. Das sind dann auch so Umstellungen, die man jetzt bei einer Gasheizung gewohnt ist, weil das hat irgendwie 60, 70 Grad der Heizkörper. Und ist natürlich etwas schwieriger, weil da müssen natürlich dann auch die Leute irgendwo sensibilisiert werden. Ja. Ich glaube, also wir sind jetzt ziemlich tief in dieses Thema Skepsis eingetaucht. Ich finde es aber auch eben wichtig, weil das eben das ist, was ich auch von der Straße oder aus den Kommentaren immer wieder mitkriege. Und ich glaube, dass wir so einigermaßen schon fassen können, woher diese Skepsis kommt. Du hast gerade auch einen Punkt genannt. Das ist halt die Verhaltensänderung.
Und das ist was, was, glaube ich, mit das Schwerste ist. Also das ist genauso wie die Leute, ein Elektroauto ist ein anderes Gerät als ein Verbrennerauto. Man fährt damit anders, man plant damit anders und das ist eine Verhaltensänderung. Und ich glaube, dass da, also Innovationen, die eine große Verhaltensänderung voraussetzen, haben immer einen gewissen Nachteil. Jetzt gibt es ja in Deutschland zumindest mal eben die Geschichte, dass, und daran liegt wahrscheinlich auch gerade die Zurückhaltung in dem Bereich, dass wir diese Fernwärme oder die Wärme, wie heißt das, was müssen die Kommunen machen? Eine Wärmeplanung, genau. Okay. Sodass man erstmal jetzt mal überlegt, ja gut, aber jetzt warten wir noch 2-3 Jahre, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Fernwärmenetz von der Kommune, von den Stadtwerken und dann lasse ich mich daran anschließen. Das ist doch auch keine schlechte Idee für größere Kommunen, für Dörfer, für Stadtteile, die über Fernwärme zu speisen, oder? Nein, auf keinen Fall. Ne. Das kann man da voll unterschreiben. Also wenn es eine Wärmeplanung gibt und da Fernwärmesysteme aufgebaut werden oder erweitert werden, dann ist das grundsätzlich eine gute Sache. Das ergänzt sich ja auch oftmals sehr gut mit der Wärmepumpe, weil da, wo eben diese Wärmenetze gebaut werden können, wo sie sich auch diese Wärmenetze rentieren, das sind dann meist sehr dicht besiedelte Gebiete. Und speziell da hat man dann oft vielleicht auch mit der Wärmepumpe ein Problem, wo man die unterbekommt. Ja. Mhm. Kann man für diese großen Lösungen auch Wärmepumpentechnik einsetzen dann für die Fernwärme? Könnte man auch, ja. Muss man sich dann anschauen, wie das gestaltet wird. Das sind natürlich jetzt eure wahrscheinlich zu klein im Moment noch. Genau, ja, aber das gibt es natürlich. Das ist im Moment, geht es ganz stark in den Anlagenbau, in den Kältetechnikbau. Also das sind wirklich Maschinen, die nur für diesen Zweck dann auch gebaut werden. Das gibt es natürlich und macht auch oft Sinn. Das Problem ist immer, man hat dann eben nochmal, also den Effekt, den du jetzt davor gesagt hast, man muss sich immer nach der höchsten Temperatur richten. Das ist natürlich bei einem Wärmenetz dann nochmal extremer. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, zum Beispiel als Unterstützung, zum Beispiel für den Sommer, damit das ganze Wärmenetz betrieben wird, da hat eine Luftwärmepumpe einen extrem hohen COP auch, gute Effizienzzahlen und da könnte diese Wärmepumpe ein Wärmenetz sehr gut unterstützen, weil sich das dann auch mit anderen Energieträgern gut kombinieren lässt, die eben für diesen Teillastbetrieb gar nicht geeignet sind. Mhm. Ja. Wir hatten jetzt die Politik als Player, wir hatten den Verbraucher, der sich irgendwie vielleicht ändern soll oder muss oder Skepsis hat. Es gibt auch noch die Installateure. Welche Rolle spielen die deiner Meinung nach in dieser Wärmewende oder in dieser Wärmepumpenwende? Die spielen natürlich eine zentrale Rolle. Die müssen das ganze Zeug einbauen. Das wird immer vergessen. Irgendwann muss es jemand machen, ne? Genau, ja. Also die Installateure, die werden mehr, die sich auch speziell auf Wärmepumpen spezialisieren. Und es gibt wenige Installateure jetzt, die wirklich noch nie etwas mit einer Wärmepumpe zu tun hatten. Mhm. Und diejenigen, die sich da noch sträuben, die kommen irgendwann dann auch gar nicht mehr drum rum. Und natürlich ist die ganze Qualifikation ein großes Thema. Aber da sehe ich jetzt auch den Ball auch bei den Wärmepumpenherstellern. Man muss einfach schauen, dass die Systeme möglichst einfach sind und dass man möglichst auch im Einbau möglichst wenig Fehler passieren können und dann eben die Installateure schulen. Viele davon, zumindest haben wir viele Kunden, die hier den Schuss schon lange erkannt haben und jetzt auch voll auf das Thema setzen. Ja, es ist ja eher umgekehrt. Also gerade als wir jetzt, als ich mein Video rausgebracht habe über die Wärmepumpe von euch, da kamen ja eher die Zuschriften, ja, würden mich auch interessieren, aber erst natürlich, ich kriege sie nicht her und dann, ich finde aber auch keinen Installateur, der mir die spezielle Wärmepumpe einrichtet. Das heißt, die Installateure, sagen wir mal so, die wollen ja Geld verdienen, die wollen auch, das ist ja denen ihre Pflicht als Unternehmer, das heißt, die wollen jetzt auch nicht 15 verschiedene Systeme, sondern die wollen sich dann auf eins konzentrieren, auf einen vielleicht besonders, was sie an vielen Stellen einsetzen können, was vielseitig ist und dann legen die sich halt fest. Das ist wahrscheinlich schon ein Thema, oder? Ja, natürlich. Immer, ich verstehe auch die Installateure, das ist ganz normal. Natürlich, wenn man jetzt mit einem Produkt gut gefahren ist, dann wird man wahrscheinlich versuchen, dann auch dieses Produkt weiter einzusetzen, jetzt da nicht 15 verschiedene Fabrikate zu verbauen, wo man sich dann selber nicht mehr auskennt.
natürlich hat es bei uns, speziell wenn man jetzt als junges Unternehmen da reinkommt in den Markt, ist es natürlich schon auch recht schwierig, hier Heizungsbauer zu gewinnen. Ich muss sagen, wir hatten da wirklich sehr euphorische und tolle Endkunden, die einfach da nicht locker gelassen haben und dann auch mal ja, 3-4 Heizungsbauer angefragt haben. Ich sage mal, am Anfang waren es wirklich Wahnsinnige, die sich dann auch das einbauen haben lassen und auch die Installateure haben da mitgemacht, ein paar. Und meistens ist es dann so bei uns, wenn dann der Installateur mal 2-3 Wärmepumpen von uns eingebaut hat, dann erkennt er auch den Mehrwert und dann läuft es auch ganz gut. Aber natürlich, da muss man erstmal den Installateur überzeugen und das ist deutlich schwieriger wie den Endkunden oft. Ja, und für den Endkunden, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wird es halt manchmal dann auch teuer, wenn die Installateure es noch nicht wissen. Also nicht, dass es bei uns schlimm gelaufen ist, aber es ist schon so, dass natürlich da eine gewisse Lernkurve ist. Und das ist jetzt ein Thema, glaube ich, aus Verbrauchersicht ein ganz entscheidendes, für dich als Hersteller wahrscheinlich ein eher unangenehmes. Aber Wärmepumpen haben den Ruf, teuer zu sein, also insgesamt in der Installation. Und es geht sogar dahin, dass du als Wärmepumpenbesitzer eigentlich, das ist ähnlich wie beim Elektroauto, wirst du eigentlich angefeindet eher so. Also es ist nicht so, du gehst voran als Pionier und hurra, sondern es ist eigentlich eher so, was, du kannst dir leisten, so was Teures zu kaufen, deswegen musst du jetzt erstmal meinen Widerspruch kriegen, ja, oder meinen schlechten Kommentar dafür, dass du so viel Geld ausgibst. Diese Tendenz kenne ich ja auch, wenn jemand irgendwie eine tolle Yacht hat, dann sage ich, ja, wozu brauche ich so eine tolle Yacht? Ne? Was hintersteckt ist natürlich, ich kann sie mir auch sowieso nicht leisten, deswegen kann ich sie auch nicht gut finden. So, und vielleicht ist es ein Stück weit bei E-Autos und bei Wärmepumpen auch so. Aber die Frage, die mich eigentlich interessiert, ist, warum sind die denn so teuer? Ja, es sind sehr viele Komponenten auch in so einer Wärmepumpe verbaut natürlich. Und mehr als in der Gasheizung? Ja. Mhm. Ja. Also es ist eine komplexere Technik. Ist schon eine komplexere Technik. Ja. Ich sag mal, wenn ich wieder zum E-Auto zurückgehe, da kann ich ganz klar sagen, da sind weniger Teile verbaut. Und der Grund, warum so teuer ist, ist der Akku. Das ist relativ einfach zu erklären. Der Akku ist das teure Teil und deswegen ist ein E-Auto teurer als ein Verbrenner. Okay, aber du sagst, bei einer Wärmepumpe sind einfach viel Teile drin. Also genau, es sind viele Teile drin und ja, man muss auch sagen, die Gasheizung gibt es eben auch schon sehr lange auf dem Markt und es ist ein Massenprodukt und daher auch sehr preisgünstig, ja, in der Masse. Ja, ich meine, du machst ja die Kalkulation. Du hast am Anfang mal 30 gebaut, jetzt sind 6.000. Siehst du, dass da der Preis runtergeht, dass er runtergehen kann? In der Zeit, wo wir angefangen haben, nicht. Das waren eben, ja, wir haben gestartet und dann ist eigentlich direkt schon Corona gekommen. Bei uns war es so, die Preise, die wir am Anfang hatten, die konnten wir ziemlich halten, weil wir von den Lieferanten, muss man sagen, recht gute Preise schon zu Beginn an bekommen haben. Und wir hätten zwar damit gerechnet, dass wir mit dem Preis runterkommen, aber dadurch, dass dann eben Corona dazwischen gekommen ist, die ganze Lieferproblematik, generell die Teuerung und speziell die ganzen Zukaufkomponenten sind ja schon extrem gestiegen im Preis. Das hat sich dann, ja, zum Schluss hat es dann auch sehr recht hohe Preissteigerungen auch gegeben, aber zumindest 2021 konnten wir so eigentlich recht gut übertauchen. Jetzt 2024 kann man schon sagen, jetzt sind die Preise schon auch bei gewissen Komponenten auch wieder zurückgegangen und genau. Ja, also ich sag mal aus Verbrauchersicht, da gab es halt vielfach den Vorwurf, dass durch diese Gesetzgebung, da gab es ja die Bedrohung sozusagen, dass man in Altbauten auf jeden Fall Wärmepumpen einbauen muss, sagen wir es mal vereinfacht gesagt und deswegen vielleicht auch erstmal eine Nachfrage, eine hohe. Und ich sag mal, der Vorwurf ist, dass diese hohe Nachfrage sich einfach darin geäußert hat, dass die Preise hochgegangen sind, weil man es ja machen kann. Kannst du das widerlegen? Ja, es ist ein komplexes Werk, was da im Gange war. Also wenn man jetzt jeden Preis da weitergegeben hätte, was jetzt die Zulieferer, Lieferanten, weil da geht es ja dann wieder zusammen, muss man sagen. Also es gibt ja viele verschiedene Wärmepumpen, aber zum Beispiel gibt es dann bestimmte Komponenten, da gibt es dann auf einmal dann nur noch 3 Lieferanten und jeder von diesen 3 Lieferanten bedient eigentlich die komplette Wärmepumpenbranche. Und da könnte man wahrscheinlich schon den Verdacht hegen, dass da Preise weitergegeben wurden, die was vielleicht nicht ganz gerechtfertigt gewesen sind. Wir hatten zum Beispiel, also unsere
letzte Preiserhöhung war Ende 2022, aber da hatten wir schon ein Jahr Lieferzeit, muss man sagen. Und wir haben dann eben zum Beispiel jetzt von letzten Jahr auf dieses Jahr haben wir dann die Preiserhöhung komplett ausgesetzt. Das werden wir wahrscheinlich jetzt von dieses Jahr auf nächstes Jahr auch machen. Aber das heißt also, die Preise werden nicht wegen der hohen Nachfrage höher, sondern eher wegen der steigenden Preise der Zulieferer. Ja, genau. Natürlich in der Zeit war es natürlich auch das Problem, dass ja, wenn man auf der einen Seite Produktionskapazitäten aufbauen muss, weil die Nachfrage so hoch ist, und auf der anderen Seite gehen die Materialkosten, schießen die in die Höhe, und man hatte ewig lange Lieferzeiten auch bei dem Zukaufmaterial. Man musste da Flugfrachten bezahlen, man musste da irgendwelche Sondertransporte organisieren. Das muss ja auch irgendwo alles in den Preis einfließen, also indirekt natürlich ja. Aber ich glaube jetzt, dass die wenigsten jetzt das wirklich mit Absicht gemacht haben. Ja, ich kann das vielleicht auch aus meiner eigenen Sicht insofern ergänzen. Ich habe auch einen Verlag, also wir produzieren Spiele und Unterrichtsmaterialien oder Fördermaterialien für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Das heißt, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber da geht es um Holz, um Würfel, um Spielfiguren, um Pappe, um Papier. Und ich weiß nicht, ob du dich in dem Bereich auskennst, aber das ist so. Ich glaube, dass das viele von den Konsumenten sozusagen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, in welcher Weise sich Preise erhöht haben, auch für Transport sich Preise erhöht haben. Und das ist auch nicht wieder zurückgegangen. Also das war nicht mal so kurz hoch, sondern das ist tatsächlich so, wie du sagst, auch bei meinem Verlag mit meinen Spielen, dass man sich halt überlegt, okay, wie viel Prozent von dem, was das Zeugs jetzt mehr kostet, und das waren dann teilweise 100 oder 150%, wie viel davon gibt man eigentlich überhaupt weiter, ohne dass man die Leute verliert. Und ich glaube, dass es bei den Wärmepumpen eine blöde Koinzidenz gab mit dieser Gesetzesgeschichte, sodass das den Anschein erweckt hat, das hätte was damit zu tun, dass die Nachfrage so hoch ist, weil ja jetzt alle eine Wärmepumpe brauchen, da können wir die Preise hoch machen. Aber so wie du es gerade dargestellt hast, also ich kann es aus meinem Bereich durchaus bestätigen, und ich glaube, dass immer noch die Konsumenten, die Verbraucher nicht wirklich mitbekommen haben, was da eigentlich im Hintergrund sozusagen geschehen ist, auch was die ganzen Transportkosten betrifft, die sich ja bei vielen Produkten extrem niederschlagen. Wie siehst du das mit den Zuschüssen? Zuschüsse haben ja immer eine fördernde Seite, ja. Ich habe aber auch manchmal den Verdacht gehabt, dass Zuschüsse dafür sorgen, dass Dinge teuer bleiben, weil sie ja teuer sein können. Ja, also ich sag so, neben den Zuschüssen wäre es natürlich auch gut, wenn einfach auch der Betrieb der Wärmepumpe günstiger wird, und da könnte man etwas zum Beispiel beim Strompreis machen. Also wenn da ein Drittel der Strompreis nur Abgaben sind, dann könnte man da auch mal ansetzen. Es ist auch eine Gefahr für die Wärmepumpenhersteller, wenn etwas sehr stark subventioniert wird und die Förderung wird dann irgendwann ausgesetzt oder so, dann gibt es da auch ganz, ganz andere große Probleme. Das heißt, es ist auch irgendwo ein Damoklesschwert, so hohe Förderungen zu haben. Als Wärmepumpenhersteller wäre gut, wenn man eine Planungssicherheit hätte, und auch wahrscheinlich für die Konsumenten, dass man sagen kann, okay, jetzt gibt es einfach diese Förderung, diesen Zuschuss, und der reduziert sich dann vielleicht mit der Zeit, und dann haben auch die Hersteller die Zeit, dass sie ihre Produkte optimieren, auch kostentechnisch optimieren, damit sozusagen schlussendlich das Ziel erreicht wird, eben mehr Wärmepumpen zu verbauen, also seitens des Bundes, aber auch für die Konsumenten und Hersteller irgendwo eine Planungssicherheit gegeben ist. Wie sieht denn überhaupt der Vergleich vom österreichischen und dem deutschen Markt aus hinsichtlich Förderungen, Zuschüsse, politische Situation? Ist es komplett vergleichbar oder? Die Fördersituation ist eigentlich recht ähnlich. Jetzt dieses Jahr ist eine etwas höhere Förderung rausgekommen in Österreich. Was heißt höher? Wie hoch ist sie bei euch jetzt gerade? Das ist schwierig zu sagen, weil jedes Bundesland hat da wieder eigene Zuschüsse. Ja, also ich glaube, in Tirol kann es bis zu 80% sein. Ja, oder? Genau. Mhm. Also der Bundeszuschuss ist bei Luftwasserwärmepumpen, glaube ich, irgendwo so bis zu 19.000 Euro. Oder 19.000 Euro, glaube ich. Mhm. Dann gibt es eben noch die Bundeslandförderungen. Mhm. Und
da gibt es in Tirol ist die sehr gut, in anderen Bundesländern gibt es gar nichts. Das ist sehr unterschiedlich eben. Inwiefern richten sich Wärmepumpenhersteller nach den Zuschüssen? Ich fand es jetzt ganz interessant. Du hast vorhin gesagt, eben für dieses Propangas gibt es eben höhere Zuschüsse oder so. Also das heißt, dass die Politik mit den Zuschüssen also nicht nur die Nachfrage steuert, sondern möglicherweise auch das Angebot. Kannst du das bestätigen? Oder war das so ein bisschen der Gedanke, ich baue die so, dass sie eine gute Förderung kriegt? Na, also vor 5 Jahren war ja das überhaupt noch kein Thema eigentlich, natürliche Kältemittel. Damals hat es einen Richtungsstreik gegeben in der Branche zwischen eben den natürlichen Kältemitteln oder eben synthetischen Kältemitteln, die weniger CO2-Belastung verursachen. Und ausgehend war das damals von Kältemitteln wie R410A, die eben einen GWB, also Global Warming Impact von 2000 haben. Und Propan hat jetzt zum Beispiel einen Global Warming Impact von 3, ist also 3-mal schädlicher wie CO2. Das andere ist 2000-mal schädlicher wie CO2, wenn das in die Atmosphäre geht. Und ebenso neue synthetische Kältemittel, die sind da bei einem GWB von ein paar hundert. Aber das war damals das große Thema und wir haben uns eigentlich dann dafür entschieden, wir haben gesagt, okay, man weiß jetzt nicht, wo es hingeht, aber Propan wird immer eine Berechtigung haben und deswegen setzen wir jetzt auf dieses Kältemittel. Aber das war interessanterweise fast ein Grund, warum dass wir diese Förderung, diese Startup-Förderung nicht bekommen hätten. Weil ihr mit Propan gearbeitet habt. Genau, mit der Begründung, ja, da hat es schon einige Projekte gegeben und das Projekt ist, das hat ihnen gut gefallen, aber eben der Punkt, dass wir das mit Propan betreiben wollen, da war eher die Aussage, ja, das haben andere auch schon probiert und das ist eigentlich, das Thema ist eigentlich gestorben. Ach so, ja. Also ihr habt das wieder hochgeholt? Wir nicht, also es war dann insgesamt, also wir waren dann ziemlich eine der ersten, die sich komplett auf dieses Kältemittel spezialisiert haben und dann ist aber auch von politischer Seite und auch auf EU-Ebene das dann immer größer geworden und schlussendlich hat sich jetzt haben sich eigentlich natürliche Kältemittel gegenüber anderen durchgesetzt. Ich habe jetzt so als Aussicht vom Wirtschaftlichen her natürlich immer die Befürchtung, dass das Ganze so ausgeht wie bei der Solarindustrie, dass China einfach die Sachen sehr günstig herstellen kann. Und ich wundere mich auf der anderen Seite, dass gerade Österreich, also ich wundere mich natürlich nicht, dass Österreich tolle Firmen hat, aber gerade im Wärmepumpenbereich doch eigentlich Hidden Champions, teilweise aber auch echte Champions sind. Also mir fallen gleich 3, 4, 5 Namen ein hier. Woran liegt es, dass ihr hier so eine Industrie im Bereich Wärmepumpen aufgebaut habt? Also das Thema Heizen ist in Österreich sehr, ja, hier sehr ist es präsent. Kalt. Hier ist es kalt, genau. Ja. Auch die ganzen Hersteller für Biomasseheizungen kommen sehr viele aus Österreich. Okay. Und auch bei den Wärmepumpen hat sich das dann so entwickelt. Mhm. Da hat es eben ganz früh schon Pioniere gegeben in dem Bereich. Und ganz viel ist aus diesen Pionieren dann heraus entstanden. Mhm. Und in Österreich, dadurch, dass man eben auch eine sehr effiziente Wärmepumpe braucht, weil es eben auch sehr kalt werden kann, ist, glaube ich, auch dieses Premium-Segment an Wärmepumpen da stark in Österreich verwurzelt. Wie siehst du die Gefahr, dass auch die Wärmepumpenindustrie letztendlich aus dem asiatischen Raum hinterher übernommen wird? Es gibt ja im asiatischen Raum schon viele Wärmepumpenhersteller, große auch. Ne? Ja. Ich denke, da ist man, wenn man sich auf die Technik spezialisiert, wenn man eben hier ein gewisses Premium-Segment anbietet, dass man wirklich sagt, okay, man will auch den Bestandsgebäude sehr effizient heizen und das geht dann auch nicht mit einer 0815 Kriener Wärmepumpe im Moment. Ich glaube, dass dieser Markt immer da ist, weil natürlich das geht auf Masse und es gibt auch gewisse Regionen in der Welt, da speziell in Österreich, Deutschland und in der Schweiz, da sind eben auch oft die klimatischen Bedingungen eben andere, wie jetzt vielleicht in Spanien oder so. Und wenn man jetzt eine Wärmepumpe entwickelt in China, dann wird man wahrscheinlich schauen, dass man möglichst viel abdeckt und da wird jetzt dieses Premium-Segment jetzt nicht die erste Wahl sein. Und
Es steckt auch sehr viel Know-how dahinter. Also wenn man sich dann die Wärmepumpen genauer anschaut, so chinesische Produkte, dann sieht man oft, dass da schon auch ein Qualitätsunterschied da ist. Also du siehst weiterhin Chancen und Zukunft für die hiesigen. Ja, sonst würdest du es nicht machen. Sehr geil. Du hattest gerade noch erwähnt, und das finde ich ganz gut, das führt uns jetzt ein bisschen auf die Zielgerade, dass eben technisches Know-how gefragt ist. Und da frage ich mich natürlich oder frage ich dich, an was arbeitet ihr gerade? Also was könnte in Zukunft dazu beitragen oder was hoffst du, dass in Zukunft dazu beiträgt, die Wärmepumpen noch effizienter zu machen, vielleicht auch noch akzeptabler vielleicht für den Kunden zu gestalten? Was sind da für technische Neuerungen in der Pipeline? Ja, also ich habe gesagt, also wir versuchen eben größere Leistungsgrößen auf den Markt zu bringen mit ähnlich hoher Effizienz und geringem Schallpegel für eben diese größeren Gebäude. Bis wie viel kW sollen die dann Leistung haben? Also es wäre eine 35 kW und dann sogar eine 70 kW geplant. Da sind wir jetzt gerade in der Entwicklung und ja, wir haben jetzt ja dieses Jahr eine 20 kW Wärmepumpe auf den Markt gebracht. Wir entwickeln unsere bestehende Serie eigentlich laufend weiter, indem wir eben neue Komponenten einsetzen, diese verbessern. Und was jetzt ein sehr großes Projekt bei uns ist, ist im Moment das Thema flexible Stromtarife beziehungsweise auch intelligente Einbindung von Wetterdaten. Das haben wir eigentlich schon, diese Wetterdateneinbindung. Da sind wir jetzt schon ziemlich weit. Also unser Ziel ist es, für den nächsten Tag so Wärmefahrpläne zu erstellen. Bei uns ist ja in der Steuerung drin, haben wir einen digitalen Zwilling entwickelt. Das haben wir schon von Anfang an. Das heißt, wir wissen immer ganz genau diese Bedingungen, diese Temperaturen, mit welcher Drehzahl soll jetzt der Verdichter fahren zum Beispiel, soll der Ventilator betrieben werden, um möglichst effizient genau diese Leistung hinzubekommen. Und das Ganze verfeinern wir jetzt, um eben so Forecast zu entwickeln. Das heißt, wir holen uns am Vortag die Daten, wie ändert sich der Strompreis am nächsten Tag, das bekommen wir stündlich, und wie ändert sich die Außenlufttemperatur. Und daraus haben wir einen Algorithmus entwickelt, der im Moment jetzt in der Testphase ist, um eben zu berechnen, wann kann ich hier die minimalsten Wärmekosten erzeugen. Das kann dann zum Beispiel sein, dass am Nachmittag ist der Strom günstig wegen PV-Anlage und die Außentemperatur sehr hoch bei Luftwärmepumpen. Da betreibe ich die Wärmepumpe jetzt mit 60% Drehzahl. In der Nacht habe ich auch günstigen Strom, weil kein Verbrauch da ist, habe aber eine schlechte Außentemperatur, deswegen sind es dann vielleicht nur 50%. Und in der Früh, wo ich kalte Temperaturen habe und einen hohen Strompreis, da kann es sein, dass die Wärmepumpe dann abschaltet. Das Ganze wird am Vortag eigentlich schon so durchsimuliert und die Ergebnisse, die wir jetzt in der Simulation haben, die sind jetzt schon sehr vielversprechend. Verstehe, das heißt, wir haben natürlich drei Faktoren, einfach nochmal, um das mir nochmal selber klar zu machen, vielleicht damit auch den Zuschauerinnen und Zuhörern. Also wir haben möglicherweise einen flexiblen Strompreis, wir haben temperaturabhängig eine unterschiedliche Arbeitszahl oder ein KOP von der Wärmepumpe in dem Moment, ne? Und wir gehen noch davon aus, wir haben vielleicht eine Photovoltaikanlage, die auch noch Strom erzeugt. Und aus den drei Parametern wahrscheinlich erstmal kannst du dann den idealen Zeitpunkt berechnen, wann die Wärmepumpe entweder die Fußbodenheizung oder den Pufferspeicher aufheizt, so, oder? Genau, ganz einfach gesagt. Und damit könnte man die Effizienz noch hochbringen? Genau, man kann einerseits die Effizienz hochbringen, indem dass man die Wärmeerzeugung an die Zeitpunkte verschiebt, wo eben eine besonders hohe Außenlufttemperatur herrscht. Aber und das ist jetzt keine Effizienz, sondern eigentlich man kann die Stromkosten reduzieren, indem dass wir die Wärmepumpe dann betreiben, wenn der Strom günstig ist. Also entweder die PV-Anlage zum Nulltarif das runterbringt oder eben diese flexiblen Stromtarife, wo man dann eben auch eine stündliche Preise hat und darauf unterschiedlich reagieren kann. Okay, also eigentlich haben wir zwei Effekte. Wir haben, dass der Verbrauch auch sinkt, aber vor allem die Stromkosten günstiger werden.
aber auch eine erhöhte Effizienz, wenn wir sie immer dann einsetzen, wenn gerade die Außentemperatur hoch ist. Genau, das unterscheidet uns dann vielleicht auch von anderen. Da gibt es dann wirklich ein Maximum. Wir sagen nicht nur, okay, wir schalten jetzt die Wärmepumpe ein und zu dem Zeitpunkt dann wieder aus, sondern wir rechnen uns wirklich durch, was weiß ich, um 12 Uhr haben wir Wärmekosten von x Euro pro Kilowattstunde und deswegen fahre ich damit 20% oder 30% Drehzahl. Wenn ich 20% fahren würde, dann wäre es gesamt gesehen schlecht, weil ich nicht so viel Wärme reinbekomme. Wenn ich 40% fahre, wäre es schlecht, weil dann der COP wieder runtergeht bei höherer Leistung. Also das ist dann wirklich punktgenau sozusagen das Maximum. Klingt auch nach KI. Oder nach einem gefundenen Fressen oder einer guten Möglichkeit für, sagen wir mal, Maschinenlernen, weil das ist ja eigentlich schon von so einer Intelligenz ja, zu bewältigen. Ja, wir machen das wirklich komplett analytisch durch. Also dadurch, dass wir diesen digitalen Zwilling sowieso schon in der Wärmepumpe haben, müssen wir den eigentlich nur füttern. Ich muss mir nochmal kurz erklären, der digitale Zwilling ist? Das heißt einfach, die Wärmepumpe läuft auf der einen Seite wirklich physisch und auf der anderen Seite läuft eine Simulation mit. Ja. Okay. Und die Simulation, die kann man ja natürlich auch einen Tag davor, also wenn ich die Parameter habe, wenn ich die Stromkosten habe, wenn ich die Außenlufttemperatur habe und auch weiß, wie sich das Gebäude verhält, dann kann ich am Vortag eigentlich schon genau berechnen, wie sich der COP und die Leistung verhält und kann da auch meine Stellschrauben verändern, sodass ich dann irgendwo auf ein Maximum komme, iterativ, also in mehreren Schleifen und diesen Fahrplan, den kann ich dann am nächsten Tag dann abfahren. Mhm. Hast du eine Vorstellung, wie weit ihr die Effizienz oder auch die Stromkosten da nochmal senken könntet oder wo der Scope landen könnte durch diese Effizienzmaßnahmen? Also ihr habt jetzt einen, der um die 5 liegt, 4,8 oder so, gell? Hängt von der Vorlauftemperatur ab, aber genau 4,5 bei Heizkörper und fast 6 bei Fußbodenheizung. Mhm. Ich habe Heizkörper, deswegen habe ich die 4,5 im Kopf gehabt. Genau. Wir haben jetzt eben dieses Simulationsprogramm, also dieser Algorithmus, der steht schon und den haben wir jetzt auch mal losgelassen als Simulation. Also haben wir uns die Wetterdaten in einem Dorf in Tirol geholt, in Alpbach, und haben uns da die Stromtarife vom letzten Jahr angesehen und haben das mal reingefüttert. Und da sind dann so circa 25% Reduktion der Stromkosten rausgekommen. Mhm. Und Effizienzsteigerung? Wenn man es jetzt mit den Stromkosten kombiniert, dann wird die Effizienz meistens schlechter. Mhm. Wenn man es jetzt nur auf die Außentemperatur loslassen würde, dann wird die Effizienz etwas besser. Weil sie nicht so viel durchläuft? Ja, weil es dann auch so Sachen sein können, in der Nacht überheizt sich dann auf einmal den Speicher, weil da der Strom günstig ist. Mhm. Aber die ist Effizienz kalt. Ist halt... ja, genau. Verstehe, okay. Ja. Ich hoffe natürlich, dass die Lösungen dann alle so sind, dass die Leute sich möglichst wenig umstellen müssen und möglichst wenig verstehen müssen, so wie das halt bei allen Geräten auch ist, dass man ja auch, wenn man das iPhone benutzt oder das Samsung oder das Google Phone oder was auch immer oder das Fairphone, ja nicht weiß, was da drin vorgeht, sondern es einfach benutzt und es muss halt einfach funktionieren. Das ist, glaube ich, das Ziel. Und dass es nicht so ist wie bei der Gasheizung früher, dass man sie halt einfach auf 75 Grad einstellt und dann passt schon, sondern dass es halt trotzdem effizient ist und mit der Wärmepumpe gut funktioniert. Vielen Dank, Florian, für das interessante Gespräch. Ja, ich sage auch danke. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Erkenntnisse, Spaß, Freude daran. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid nächstes Mal wieder dabei. Gebt mir ein Abo und ein Like auf dieses Video. Bis dahin, euer Dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.